Sie arbeiten im Vertrieb und kommunizieren viel über Telefon und E-Mail. Sie wissen nicht genau, wann der beste Zeitpunkt ist, um Ihre E-Mails nachzufassen. Und Sie wünschen sich eine höhere Conversion für Ihre E-Mail-Kampagnen? Dann sind Sie in diesem Video genau richtig. Ich zeige Ihnen, wie Sie mit der CRM-Software ArchiVIP und der Marketing-Automation-Lösung ClickTip systematisch Ihre Kundengewinnung steigern können. Mein Name ist Markus Grutzek. Seit mehr als 25 Jahren führe ich in zweiter Generation das Softwareunternehmen Grutzek Software. Seit 2019 bin ich Certified ClickTip Consultant und automatisiere Geschäftsprozesse in meinem Unternehmen, aber auch bei Kunden. Mehr Erfolg in E-Mail-Kampagnen. In E-Mail-Marketing-Lösungen habe ich meist den Vornamen, den Nachnamen und die E-Mail-Adresse, möglicherweise auch weitere Kontaktdaten. Aber ich kann nicht fein selektieren nach beliebigen Zielgruppensegmenten. In der CRM-Software hingegen habe ich alle Datenfelder, die mir zur Verfügung stehen. Ich schaue mal ein bisschen nach links auf meinen zweiten Bildschirm. Hier habe ich die Möglichkeit, zum Beispiel nach Produkten zu selektieren. Ich kann geografisch nach Postleitzahl oder Umkreissuche filtern. Ich habe also viel, viel mehr Möglichkeiten und kann jedes Datenfeld in jeder beliebigen Kombination filtern und bekomme so eine ganz spitze Zielgruppe, die natürlich auch bei meinen E-Mail-Empfängern zu einer höheren Conversion führt. Wann ist der beste Zeitpunkt, um meine Info-E-Mail nachzufassen? Sicherlich kennen Sie das. Sie telefonieren mit einem Interessenten, der möchte gerne Informationen per E-Mail zugeschickt bekommen. Sie schicken die raus, klassisch zum Beispiel über Outlook. Man weiß aber jetzt nicht, hat er sie geöffnet, hat er sich die angeschaut. Und die Preisfrage ist ja jetzt, wann telefoniere ich meine Informationen hinterher? Wenn ich morgen anrufe, bin ich vielleicht zu früh, der Kunde fühlt sich genervt, warte ich zu lange, sagt er, sie haben sich gar nicht gemeldet, ich habe mich jetzt für einen anderen Anbieter entschieden. Was also tun? Wenn Sie also in Zukunft Ihre E-Mails direkt aus der CRM-Software über eine ClickTip-Kampagne versenden, dann sehen Sie in der Historie sofort, wann die E-Mail wirklich verschickt worden ist, wann der Empfänger diese E-Mail geöffnet hat und ob er einen Link innerhalb der E-Mail geklickt hat. Dann können wir aber auch in dem Vertriebsprozess in ArchiVIP das Ticket sofort in die Outbound-Stufe verschieben, sodass jetzt hier der Anruf zu dem Augenblick erfolgt, in dem sich Ihr potenzieller Kunde auch mit dem Thema wirklich beschäftigt. Nur noch mit Leuten telefonieren, die wirklich Interesse haben. Ich habe keine Lust mehr, mit Leuten zu telefonieren, die eigentlich gar kein Interesse haben. Stellen Sie sich vor, Sie laden über die Website eine Produktinformation herunter und in ClickTip werden automatisch die gewünschten Informationen zugeschickt. Reagiert aber der E-Mail-Empfänger nicht, dann können Sie sagen, wenn hier nicht geöffnet wird, dann soll automatisch eine Reminder-E-Mail zugeschickt werden. Hat er hingegen geklickt, dann wird automatisch der Call in ArchiVIP ausgelöst. So telefonieren Sie nur noch mit Leuten, die wirklich Interesse haben, und alle anderen lassen Sie automatisch über den E-Mail-Funnel von ClickTip per E-Mail nachfassen und sich weiter qualifizieren. Das spart extrem Zeit und der Kunde informiert sich in seinem eigenen Tempo. Meine Website ist kein Schaufenster, sondern ein weit geöffneter Laden. Mal Hand aufs Herz und ganz ehrlich, ist Ihre Website nur ein Schaufenster oder verkauft sie auch? Wie viel Interaktion kommt denn durch Ihre Website? Schauen wir einfach mal rein. Durch Formulare, durch Kontakt- und Interaktionsmöglichkeiten auf Ihrer Website können Sie direkt Leads generieren. ClickTip sorgt mit dem datenschutzkonformen Double Opt-in-Verfahren, dass Sie so wirklich saubere Leads, die Sie auch werblich verwenden können, für Ihre CRM-Datenbank in ArchiVIP generieren. Der Qualifizierungsprozess kann dann wieder in ClickTip erfolgen, aber Sie können die Daten direkt nutzen. Wenn also der Interessent zum Beispiel bei Ihnen anruft, sehen Sie in ArchiVIP schon die Kontaktdaten und auch welche Materialien er bereits heruntergeladen hat. Ereignisbasierte Kampagnen automatisieren. Wie oft haben Sie die Geburtstagsgrüße vergessen? ClickTip nimmt Ihnen das komplett ab und automatisiert den Versand der Geburtstagsgrüße per E-Mail.
Und was ist mit dem Aufbau von Vertrauen, Sichtbarkeit und Reputation? Das Thema Kundenbewertung können Sie mit Clicktip in einer Kampagne komplett automatisieren. Im Zusammenspiel mit Proven Expert sammeln Sie so für jede Beratung, für jede Online-Präsentation, für jede Webinar-Teilnahme und für jede Produkteinführung positive Rückmeldung und Referenzen für Ihre Produkte ein. Was würde das für Ihren Umsatz, für Ihr Unternehmen, für Ihren Vertriebserfolg bedeuten? Und so funktioniert's. Ich will Ihnen kurz erklären, wie das am einfachsten funktioniert. Sie sehen hier die Clicktip-Oberfläche und ich kann jetzt hier einfach eine neue E-Mail gestalten. Gehen da einfach kurz rein. Ich habe den Rich Text Editor, der eher so aussieht wie Text oder HTML, wie man es von Outlook kennt, oder den Drag und Drop Editor. Habe ich einmal eine E-Mail-Vorlage erstellt, dann kann ich das einfach nutzen und als Vorlage quasi kopieren. Machen wir hier mal Test 3. Kopiere die einfach, gebe hier ein, wer soll Absender sein, kann das aber auch anhand von Tags direkt steuern, sodass ich zum Beispiel, wenn ich im CRM einen Betreuer eingetragen habe, auch dieser Betreuer der Absender der E-Mail werden wird dann. Hier haben wir die Versandadresse, wo geht der Reply hin, entsprechend den Betreff, mein Musterbetreff. Und jetzt kann ich hier auch die Signatur automatisch anhand von Text oder eben statisch auswählen. So, gehen wir weiter in die Speicherung und Gestaltung. Hier öffnet sich jetzt der neue Rich Text Editor und Clicktip bietet mir hier eine ganze Menge unterschiedlicher Templates an, die man als Grundlage verwenden kann, um seine E-Mail zu gestalten. Ich nehme jetzt einfach mal die Standard-E-Mail-Template und hier sehen Sie, habe ich die einzelnen Elemente. Ich kann hier Grafikelemente reinnehmen, kann hier neue Zeilen ergänzen. Sage ich, brauche eine einzeilig, Spalte, Drittel, ein, zwei Drittel aufgeteilt, halb, halb. Dann fügen wir die hier einfach per Drag and Drop an die gewünschte Stelle rein. Und über den Inhaltsteil kann ich jetzt sagen, was hätte ich denn gerne an welcher Stelle drinne. So, machen wir hier ein Icon rein. Also Sie sehen, Sie können das völlig frei gestalten. Ihre E-Mail wird automatisch gespeichert. Über Freigeben haben wir hier auch eine Besonderheit. Ich kann jetzt sofort mir den Spam-Score ermitteln lassen. Und Clicktip warnt mich, wenn ich quasi jetzt hier Sachen habe, die nicht so ideal sind. Also zum Beispiel ein Betreff, der sehr lang ist oder Wörter im Text vorkommen, die von Spammern häufig verwendet werden und deshalb die Zustellbarkeit meiner E-Mail reduzieren. Gehen wir in die Kampagnen, dort wird die E-Mail dann eingebettet. Ich gehe hier einfach mal rein in eine Akquise-Kampagne, habe das Marketing-Cockpit, mache es gerade mal auf. So, öffnet und hier sehen wir jetzt, es gibt eine Startbedingung für die Kampagne. Das ist ein sogenanntes Tag. Das sind in unserer CRM-Software wieder in einer Kennzeichenkategorie. Es ist ein Kennzeichen. Also hier haben wir dann das Start, könnte auch ein Formular sein, wo sich jemand über die Website einträgt. Ich definiere hier über Tags, wer ist der Absender und hier bette ich meine E-Mail einfach ein. Hier finde ich alle E-Mails, die ich ausgewählt habe. So, und dann checke ich, welche Informationen möchte ich denn gerne in AGVIP haben. Ich möchte zum Beispiel sehen, kann der E-Mail-Empfänger überhaupt E-Mails empfangen oder ist die E-Mail unzustellbar? Ich möchte wissen, hat er die E-Mail geöffnet? Wenn er sie nicht öffnet, schicke ich ihm eine Reminder-E-Mail und entsprechend will ich die Information in der Historie sehen, dass der Reminder geschickt worden ist. Hat er geöffnet, möchte ich wissen, hat er auch einen Link angeklickt in der E-Mail. In dem Fall wird wieder ein Tag gesetzt, was in AGVIP zu einem Historieneintrag führt. Schauen wir kurz auf die AGVIP-Seite. Gehen wir in den Administrationsbereich, dann wird das sofort deutlich. Hier in die Kategorie der Kennzeichen und hier sehen Sie jetzt, gibt es eine Kennzeichenkategorie Clicktip Tags. Und hier findet man jetzt alle Tags, die ich im Laufe meiner Arbeit in Clicktip angelegt habe und man sieht jetzt hier entsprechend sofort die Bewertung. Ja, also CL geklickt, dann haben wir hier zum Beispiel SE gesendet. Hier wird automatisch eine Wiedervorlage erzeugt, wenn die negative Bewertung eingegangen ist. Und so arbeiten AGVIP, CRM-Software und Marketing-Automation Clicktip wirklich Hand in Hand. Es gibt viele tausend Möglichkeiten, die ich Ihnen gerne zeigen würde,
Deshalb buchen Sie einfach einen Termin mit ihnen. Wir schauen uns an für Ihre konkrete Situation, was kann das bedeuten, was lässt sich bei Ihnen automatisieren und wie viel Zeit können Sie durch diese Möglichkeiten wirklich jeden Tag einsparen und das Personal sinnvoll einsetzen. Ich freue mich auf Sie, einfach Termin vereinbaren und wir schauen, was wir für Sie tun können.